Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Amen. Mit diesen letzten Worten der Offenbarung des Johannes hat der Bibelroboter vor dem Trierer Dom am 6. Februar seine Abschrift der Bibel in der Übersetzung von Martin Luther beendet. Eigentlich sollte der Roboter im Rahmen des Kunstprojekts Bios Bible erst Ende März fertig werden und so auf die Heilig-Rockwallfahrt aufmerksam machen. Doch da der Roboter viel schneller die Heilige Schrift zu Papier brachte als erwartet, lassen die Macher des Kunstprojekts den Roboter nacharbeiten. Wir haben uns in der Wallfahrtsorganisation überlegt, was er tun könnte, und dann gemeinsam mit den Künstlern aus Karlsruhe die Lösung gefunden, dass er noch einmal die vier Evangelien schreibt. Das sehen wir als besonders schönes Zeichen jetzt unmittelbar vor der Wallfahrt, eben nochmal das Leben, das Sterben und eben auch die Auferstehung Jesus Christus zu bezeugen. Seit dem Heilig-Rock-Fest am 6. Mai 2011 steht der Industrieroboter in einem Container vor dem Dom und hat jetzt einmal die komplette Bibel mit einer Schreibfeder in einer alten Handschrift abgeschrieben. In der Zeit hat er jetzt einmal die komplette Bibelübersetzung von Martin Luther geschrieben, also wirklich vom Beginn vom ersten Buch Mose bis eben jetzt zum Ende der geheimen Offenbarung des Johannes. In dieser Zeit entwickelte sich die Kunstinstallation zu einem echten Publikumsmagneten. Da verlassen wir uns auf die Angaben der Touristiker hier in Trier, dass das 1 Million bis 1,3 Millionen Menschen waren. Und den Erfolg, den mag nun jeder dieser Besucher für sich selbst auch beurteilen, wie er das angenommen hat. Als Resonanz bekamen wir durchweg positive Rückmeldungen. Die Bibelabschrift soll gebunden werden. Was dann damit geschieht, ist noch offen.